3850 Meter über dem Meeresspiegel. Nach 2 Wochen Arbeit haben die Wissenschaftler und Bergführer die wissenschaftlichen Untersuchungen im Rahmen des Projekts Ortler Ice Core abgeschlossen. Ziel war, anhand der Eisproben umfassende Forschungen zur Geschichte des Klimas und zum Klimawandel durchführen zu können. Ziel der Forschungen war es, einen Schritt in die tiefe Vergangenheit zu machen, um die verschiedenen Klimawechsel zu rekonstruieren. Die ausgezeichneten Wetterbedingungen haben die Arbeiten stark beschleunigt. Die letzte Bohrung wurde in einer Tiefe von 60 Metern aufgrund technischer Probleme unterbrochen. Alle anderen Eisbohrungen sind hingegen geglückt und die Bohrungen scheinen ideal für die vorgesehenen Studien. Der Klimawandel ist eine der Hauptthemen, denen die Wissenschaftler heutzutage eine Antwort noch geben wollen. Hauptsächlich von einer quantitativen Weise bzw. von einer Prognose diesbezüglich. Dementsprechend hat die autonome Provinz Bozen gemeinsam mit der Ohio State University ein Projekt geschafft, wo man Eiskerne aus dem Ortler Plateau bohren möchte, um bezüglich des vorgangenen Klimas Antworten geben zu können. In diesen Tagen werden die Eiskerne für den Versand an die Universitäten von Venedig und Ohio vorbereitet, wo sie dann eingehend untersucht werden. Hier haben wir einzigartige Möglichkeiten gefunden für die gesamten Ostalpen, in denen das Eis zum einen einmal eine entsprechende Mächtigkeit und damit auch ein entsprechendes Alter haben wird und zum anderen auch, dass hier ein Punkt ist, der erwarten lässt, dass der Gletscher kalt ist. Die Mächtigkeit des Eises hier heroben sind 75 Meter, wovon die obersten Bereiche warm sind, aber der unterste Teil, der ist kalt und das lässt ein hohes Alter des Eises erwarten. Das Projekt der EURAG im Bereich der alpinen Notfallmedizin kann wichtige Erkenntnisse liefern. Vor allem wichtige Analysen, wie der menschliche Körper in der Höhe reagiert. Nach dem Abbau des Höhenlagers wurden die Wissenschaftler und Helfer mit sämtlichen Geräten per Helikopter vom Ortler Plateau wieder zu Tal gebracht. Logistisch unterstützt wurde das internationale Forscherteam vom Land Südtirol, die Abteilung Wasserschutzbauten, Logistik, die Abteilung Forstwirtschaft mit der Unterstützung bei den Schneemessungen und zeitweilige Unterbringung der Eiskerne am hinteren Ortler Ferner sowie die Abteilung Brand- und Zivilschutz mit der Koordination der Sicherheitsarbeiten. Die Kosten für das Projekt haben sich auf 100.000 Euro beschränkt.